Salvatore Schillaci, ein Stern am italienischen Fußballhimmel, erlischt. Mit großer Trauer hat die Fußballwelt vom Tod des italienischen Stürmers Salvatore Toto Schillaci erfahren. Der Mann, der bei der Fußballweltmeisterschaft 1990 in Italien zum absoluten Helden avancierte, verstarb am 18. September 2024 im Alter von nur 59 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Schillaci, der mit seiner unverkennbaren Frisur und seinem unbändigen Siegeswillen schnell zum Publikumsliebling wurde, schrieb bei der Heim-WM Geschichte. Mit 6 Treffern sicherte er sich nicht nur den Titel des Torschützenkönigs, sondern führte seine Mannschaft bis ins Halbfinale. Seine Tore waren mehr als nur Treffer, sie waren Ausdruck einer ganzen Nation, die in einem Sommer von Fußballfieber erfasst war. Geboren am 1. Dezember 1964 in Palermo, begann Schillaci seine Karriere bei kleineren italienischen Vereinen. Erst mit seinem Wechsel zu Juventus Turin 1989 gelang ihm der Durchbruch in die italienische Fußballelite. Bei der alten Dame konnte er jedoch nicht an seine herausragenden Leistungen bei der WM anknüpfen. Später spielte er noch für Inter Mailand und weitere Vereine, bevor er seine Karriere 2000 beendete. Schillaci war mehr als nur ein Fußballer. Er war ein Symbol für Leidenschaft, Kampfgeist und die Fähigkeit, aus dem Nichts zum Weltstar aufzusteigen. Sein kometenhafter Aufstieg und sein ebenso schneller Fall machten ihn zu einer faszinierenden Figur im italienischen Fußball. Doch über all dem stand immer sein Talent als Stürmer. Schillaci war ein Vollstrecker par excellence, ein Spieler, der in entscheidenden Momenten die Nerven behielt und seine Mannschaft ins Glück schoss. Sein Tor gegen Tschechoslowakei im Viertelfinale der WM 1990, das Italien den Einzug ins Halbfinale sicherte, wird wohl für immer in den Annalen des italienischen Fußballs bleiben. Schillaci hinterlässt eine große Lücke im italienischen Fußball. Sein Tod ist ein Verlust für alle, die den Fußball lieben. Aber sein Name und seine Taten werden unvergessen bleiben. Toto Schillaci war ein Held, der die Herzen der Italiener erobert hat und dessen Stern auch nach seinem Tod weiter leuchten wird. Ein Leben in Bildern. Die WM 1990, Schillaci, der Torschützenkönig, der die Herzen der Italiener im Sturm eroberte. Juventus Turin, ein Wechsel zu einem der größten Vereine Italiens, aber ohne den erhofften Erfolg. Inter Mailand, ein weiterer Versuch, an die alten Glanzzeiten anzuknüpfen. Ein Lächeln, das die Welt eroberte, Schillaci war nicht nur ein Fußballer, sondern auch eine beliebte Persönlichkeit. Zitate: Schillaci war mehr als nur ein Fußballer, er war ein Symbol für eine ganze Generation. Ein italienischer Fußballfan. Seine Tore waren wie Gedichte, die die Seele berührten. Ein italienischer Sportjournalist. Schillaci wird uns fehlen, aber seine Erinnerung wird für immer leben. Ein ehemaliger Mannschaftskollege. Salvatore Schillaci, Ruhe in Frieden.